und alle Pferde in den Boxen schnaufen. Der Start ist in diesem Moment erfolgt mit Auristella, die hinter dem Feld abspringt und nachklappt. Das Kommando geht an Rouge de Boitron. Rouge de Boitron übernimmt die Führung hier vor Schotterback an der Innenseite. Dann ist Royal Solitaire nicht auf, genauso wie Susanna Wasser und wie Lady Quartz. Vorne aber Rouge de Boitron, dicht gestaffelte Spitzengruppe, Susanna Wasser an der Außenseite, zweites Pferd, innen daneben Schotterback, dahinter Royal Solitaire mit Lady Quartz on Attack, am Schluss des Feldes im Moment Nessaya. Es geht die Gegenseite herunter in Richtung des Schlussbogens und Rouge de Boitron mit der Führung von Susanna Wasser, Schotterback dahinter. Dann ist Turfsturm dicht auf vor Royal Solitaire ganz innen. Dazwischen galoppiert Lady Quartz, ganz an der Außenseite verbessert sich Hungry Heidi mit Auristella, mit Onatak und Nessaya am Schluss des Feldes. So ist das Feld am Scheitelpunkt des Schlussbogens. Unveränderte Führung von Rouge de Boitron, dahinter Susanna Wasser, Schotterback an der Innenseite. Dann Turfsturm vor Royal Solitaire und vor Lady Quartz. Und so geht es in die Zielgerade hinein. Da sind es dann noch 550 Meter. Rouge de Boitron für Susanna Wasser und vor Schotterback. Das ist die vordere Gruppe. Dahinter versucht es Turfsturm an der Außenseite. Royal Solitaire ist ganz in den Rails, tut sich im Moment noch schwer. Vorne ist Schotterback jetzt gemeinsam mit Rouge de Boitron. Jetzt kommt aber der Angriff von Turfsturm. Turfsturm wird stark. Turfsturm an der Außenseite geht nach vorne. Turfsturm geht hier resolut an die Spitze. Schotterback innen zieht nach, aber Turfsturm ist vorne. Jetzt kommt innen Schotterback durch, Turfsturm vor Schotterback und Rouge de Boitron, aber vorne ist Turfsturm, Turfsturm gewinnt vor Schotterback und vor Rouge de Boitron, dahinter Royal Solitaire und dann Lady Quartz vor Hungry Heidi, On Attack Auristella, Nessaya und schließlich Susanna Wasser. Vorläufiger Richterspruch im vierten Rennen. Preis der Christine Krönke Interior Design GmbH.